Leute, ich habe vergessen zu filmen, wie ich den scheiß Hochdruckreiniger ablade. Kannst alles vergessen. Guck mal, hinter mir sieht man das noch. Da ist ein LKW von Fricke, der nette Ingo, mit dem habe ich eben gequatscht. Also Ingo, wenn du das siehst, liebe Grüße an dich. Die Jungs sind wieder fleißig hier, guck mal. Wir fahren hier in den Sand hin und bauen ein. Der Verbohler ist nämlich gerade gekommen. Oder was heißt gerade gekommen? Der Verbohler ist da, so wollte ich sagen. Ich bin gerade gekommen. Hier. Hier, Engelchen ist auf dem Bagger. Der baut hier ein. Kann man das sehen? Hier. Ich geh mal hier außen rum. Strebeck. Hier, da ist Engelchen. My Bonnie is over the ocean. Leutchen, tut mir leid, ich habe eben wieder gefilmt, Olaf gefilmt, hier auf 7:30 Telefon wieder bis jetzt. Ganzen Tag Telefonnade gehabt, ist mein Kopf qualmt. Ich bin jetzt hier, ich muss jetzt noch mal ein paar Palettis aufladen, weil morgen geht es nämlich zu Mapri. Martin Preis, super sympathischer Typ, genauso wie ART Wittenburg. Und jetzt muss ich noch mal, mein Rücken. Muss ich noch was aufladen hier, aufladen. So Leute, ich besuche jetzt unseren Paddy, der sitzt da auf dem Bagger und unterstützt, weil das ja schwer ist mit Personal und wenn man gerade viel zu tun hat, wurden wir netterweise gefragt, ob wir unterstützen können und haben natürlich sofort ja gesagt. Wir arbeiten hier für A&S Abbruch. Wir fahren mal rum, hier hat eine Halle gebrannt und die beräumen die Fläche jetzt hier. Da kann man das sehen. Warte, ich gehe mal hier durch den Zaun durch, das sieht man besser. Wir gehen mal rüber, da hinten sitzt unser guter Paddy und da gehen wir jetzt mal einmal Lucky Lucky machen. Aua. Guck mal hier, die Truppe von Wiele. Wiele, Redlinge und Kiese. Hier. Da, so sieht das hier aus. Hier Wiele. Gute Jungs, haben gegrüßt. Sehr schön. Guck mal hier, den ganzen Scheiß noch beräumen hier. Alter Schwede, das Arbeit ohne Ende hier. Wiele! Wir fahren mal rum, da kann man besser gucken. Guckt euch das an, Leute. Alles abgefackelt hier. Hier steht noch ein kleiner Rest. A und S. Ja, jetzt gehen wir mal zu den beiden Baggern und gucken mal, was sie machen. Da auf dem Bagger sitzt Paddy. Jetzt habe ich gar nicht gefilmt, wie er mal Hallo sagt. Ich frage ihn gleich mal. Hier schön mit Überdruckkabine. Wahnsinn, Leute, ey. Hier. Was hier für Arbeit drin steckt, ey. Was alles sortiert werden muss, gemacht werden muss, ist der Hammer, ey.
Nee. In Hamburg auf den Baustellen. Hier geht das weiter. Die Jungs haben hier gerade die Kamera ausgepackt. Wir müssen hier mal einmal ins Rohr reinfahren, weil wir nämlich gucken wollen, wo genau das kaputt ist. Darum haben wir uns hier von einem Kumpel die Kamera geliehen. Eine TV-Kamera hier. Sonst lass doch demnächst nur noch Rohrsanierung machen. Hier ist das Rohr nämlich kaputt. Jetzt gucken wir nämlich, bevor wir jetzt die ganze Straße aufreißen, wo genau das langläuft und wo es genau kaputt ist. Wir haben nämlich Stemmarbeiten geleistet hier. Ich hatte nur nicht gefilmt, weil ich das immer vergessen hatte und kaum hier war. Wir haben mit einem Minibagger von Hanse Baumaschinen natürlich, haben wir einen Hammer gemietet. Ich weiß gar nicht, ist der noch auf dem Auto? Normalerweise, ich zeige euch den mal, warte mal. Normalerweise muss der auf dem Auto sein. Wir gehen einmal gemeinsam hin. Nö. Wo ist denn der Hammer? Da liegt der Hammer. Hier war nämlich eine Betonplatte. Hier. Die haben wir weggestellt. Was denn? Komm mal her. Komm mal her mit deiner Kamera. Ja, mit meiner Kamera soll ich kommen? Komm mal her. Dann komm mal auf Display. Oh, wir können da ein bisschen so eine Wenn der Kacke ist, kotze ich. Schlag dich. Nein, das ist keine Kacke. Da. Mmh, yeah. Da ist das. Ja. Schöne Wurst. Ja, drück. Ja, ab, Mann. Ja. Das ist bestimmt ein Fetisch. Der riecht da eine Kamera. Material ist auch schon da. Hasselbrink, danke. Ja, da waren ja auf jeden Fall Betonfläche, die haben wir weggestampft. Guck mal hier. Siehst du wohl, da ist der Hammer. Top, Alter. Richtig was gerissen mit dem Ding. Geht der Löffel gleich rausgepult, den Scheiß. Alles super. Ey Leute, ich habe ja letztes Mal im Vlog hab ich für Trubel gesorgt, weil viele gesagt haben, ja, wie kannst du sagen, dass Cut und so scheiße sind oder Volvo. Wir hatten Volvo-Lader, Top-Lader, wir haben auch schon Cut gehabt, Top. Service, Zeppelin, Rental da, mega in Großmoorbogen, wo wir immer sind, in Harburg. Kann ich überhaupt nichts sagen, jeder hat seins. Der eine sagt BMW ist gut, der andere Mercedes ist gut. Wir sind einfach überzeugt von Hitachi, das ist alles. Und ich finde das immer scheiße, weil so einer sagt, ja, Hitachi, Gesundheit, der letzte Müll. Ich sage, was hast du bis jetzt gefahren? Oh, ach, ich bin im Tiefbau, ich habe so einen kleinen Minibagger von Yanmar. Wie kannst du denn da mitreden, weißt du? Hau ab, geh weg. Egal was er sagt, er hat keine Ahnung, der Spaß. Gucken wir nochmal, was Engelchen hier treibt. Hier, Engelchen wünscht sich auch eine Planierraube. Das schiebt hier mit dem Schild alles durch. Na, nur aber jetzt. Hier, jetzt schiebt er mit dem Schild. Warte mal, ich gehe da mal eben schnell ran. Hier, jetzt schiebt er da nämlich mit dem Schild unten wie eine Raupe. Leute, immer schön tanzen. Engelchen, bist du jetzt Raupenfahrer? Ja. Ja. Ja Leute, das ist auch immer die Sache, ne? Mit diesem Nullheckbagger, so eine geile Erfindung. Die Baustellen werden immer enger. Ich meine, eng ist nicht schlecht, aber nur abends. Und ansonsten tagsüber ist das sehr schlecht. Hier, mit dem Nullheck, der schwenkt kaum über. Das ist immer ganz geil. So, wir müssen weiter. Jetzt Feierabend, jetzt habe ich 2 Stunden Spaß gehabt, jetzt geht's wieder nach Hause. Tschüss.